Herzlich willkommen zu meinem 26. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen Grundkompetenzen. Da geht es jetzt wieder um den Windows Explorer und das sogenannte Vorschaufenster. Ich habe hier ein Bild und da kann es sinnvoll sein, wenn ich an einer Stelle hier im Windows Explorer so eine kleine Einsicht in dieses Bild bekomme, auch in eine Datei. Mit Dexadyne geht das ähnlich, ohne diese Datei jetzt wirklich öffnen zu müssen. Dazu, wenn ich jetzt hier gerade in der Registerkarte Start bin, gehe ich auf Ansicht und wähle hier auf der linken Seite Vorschaufenster aus. Und das ist auf der rechten Seite, hat sich hier etwas jetzt getan. Wenn ich jetzt auf die Blume draufklicke, habe ich hier auf der rechten Seite eine Vorschau. Ähnlich würde es gehen, wenn ich jetzt hier ein Textdokument auswählen würde. Ja, und das war's schon und wir sehen uns gleich wieder in einem weiteren Video.